So, herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich, Folge Nummer 43. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mal mit dem Mikrofon Olympus MI51 Stereo. Das hört ihr auch gerade. Ich habe es direkt an den Olympus angeschlossen. Es ist ein an den LSP4. Es ist ein Ansteckmikrofon. Eigentlich gibt es da noch ein Kabel zu, das habe ich auch. Damit kann man das Mikrofon auch an der Kleidung festmachen, aber für unsere Zwecke wäre es blödsinnig, weil man hört dann immer auf das Rascheln vom T-Shirt und ja, und deswegen ja, habe ich es direkt an den Mikrofoneingang angeschlossen als Ansteckmikrofon. Das ist ja auch die Stärke dieses Mikrofons. Ja, es ist eigentlich nur für Sprache sehr, sehr, ja, sehr gut, kann man nicht sagen. Es ist halt mittelmäßig, es kostete über 50 Euro. Ist für Sprache ganz okay, sage ich mal, aber ja, wollte euch dieses Mikro einfach mal vorstellen. Ich habe jetzt natürlich den Pegel auf ganz hoch gestellt von dem Olympus, also automatische Ausstörung und hoch. Einfach aus dem Grund, um euch mal zu zeigen, wie so dieser ganze Umfang des Mikrofons ist. Also was kann das Mikrofon mitnehmen, dieses, weil es ja auch ein Stereo-Mikrofon ist. Na, ihr hört das, wenn man so rechts und links reinspricht. Und man darf natürlich jetzt, wo das Mikrofon direkt an dem Gerät angeschlossen ist, natürlich nicht viel bewegen. Also ihr hört ja, sobald ich irgendwelche Griffgeräusche mache, hört man das natürlich. Aber ich denke mal, um den Klang dieses Mikrofons gut sich vorstellen zu können oder gut zu hören, nehme ich immer gerne hoch, um zu gucken, was nimmt das Mikrofon mit. Ja, ich werde jetzt gleich ins Wohnzimmer gehen und meinen Kaffee weiter trinken und ja, ich habe Kopfhörer auf, das heißt, ich höre mich auch selber. Ich habe, ja, das Apple-Headset auf, das normale. Das kann man ja auch an den, also das noch einen Klinkenstecker hat, das kann man ja auch noch an den Olympus anschließen und habe jetzt nicht die Quiet Comfort genommen, weil ja, da sind mir die Ohrhörer doch ein bisschen praktischer. Vor allem, wenn man die dann schnell irgendwie wegstecken kann. Und ja, die Quiet Comfort sind dann schon ein bisschen größer und vor allem sind sie ja teurer. Und deswegen, also für unterwegs würde ich immer so ein ganz normale Kopfhörer-Ohrstöpsel empfehlen. Müssen ja nicht die von Apple sein, können ja auch irgendwelche anderen sein, ne? Und ja, finde ich immer ganz gut, weil die wirklich, ja, man will ja keinen Hi-Fi-Sound, sondern einfach nur ein bisschen hören, wie klingt hier die Aufnahme. Und ja, dafür sind auch schön laut, muss ich echt sagen. Ja, das ist also, wie gesagt, das MI51S. Und nachher werden wir noch das MI15 testen, das ist ein Krawattenmikrofon, allerdings in Mono. Dafür müssen wir dann auch eine Mono-Einstellung beim Olympus nehmen. Das aber nachher. Ich weiß nicht, ob ich das in einer extra Folge packe oder hier in dieser Folge. Das weiß ich noch nicht. Ich denke aber, dass ich doch die 44 dann sozusagen mache mit dem anderen Mikrofon, weil dann habt ihr auch zwei verschiedene Folgen und wisst ihr, aha, in dieser Folge geht es um das Mikrofon, was auch gesagt wurde. Ja, also ich mache nicht so viel mit den Mikrofonen, muss ich feststellen. Ich habe sie mir zwar gekauft und benutze sie auch hin und wieder mal, aber ja, das MI51 benutze ich doch vielleicht öfter als das MI15. Einfach deswegen, weil man das MI51S auch halt wirklich an dem Olympus anstecken kann, ohne Kabel, also einfach direkt in den Mikrofoneingang, und das finde ich schon sehr praktisch. Ich bin ja kein Freund von Kabeln. Ja, und von daher finde ich das schon sehr praktisch. Bei dem Krawattenmikrofon, das klingt, werdet ihr nachher noch hören, etwas dumpfer, und ja, man muss das Gerät dann auch auf Mono schalten. Und ja, kann man vielleicht auch für Sprachaufnahmen verwenden, aber ist jetzt nichts, womit man jetzt, sagen wir mal, eine Atmosphäre mitschneiden könnte. Dafür bevorzuge ich immer Stereo für Atmosphären. Während man natürlich in Podcasts für Sprache natürlich auch gut mit Monomikrofonen arbeiten kann. Ja, zurzeit ist ja sehr im Kommen das Shure Motiv MV7. Ich glaube, so heißt das. Das ist ein Mikrofon extra für Podcaster. Und das hat auch gute Funktionen. Ich habe mir das mal in der App angeguckt.
Allerdings, ja, schreckt mich der Preis ein bisschen ab. Also das kostet irgendwie 200 noch was und ich finde für so ein Mono-Mikrofon, was ja ist ja auch ein dynamisches Mikrofon und da muss ich sagen, also das kann man wohl auch am Computer überall anschließen, aber das ist auch nicht schlecht. Aber auf der anderen Seite 200 noch was. Ja, es klingt nicht schlecht, aber ich sage mir immer, ich warte lieber, bis die Dinger alle ein bisschen billiger sind. Und ja, und ich denke mal, Sprache kann ich ja nur mit meinen Mitteln einigermaßen auszeichnen. Da müsste jetzt eigentlich nur noch ein Mikrofon kommen, wo ich wirklich sagen würde, boah, das hat Features ohne Ende. Aber ich finde, ja, ich bevorzuge da doch lieber das MV88, weil das halt beides kann. Ne? Es kann Stereo, es kann Mono und man kann die Ausrichtung ändern und man hat genug Presets und so und das finde ich halt doch noch etwas besser. Und mag sein, dass das MV7 also für Podcaster geeignet ist, aber ich sage mir immer, ja, warum extra ein Mono-Mikrofon kaufen, wenn es ein Mikrofon gibt, was beides beherrscht? Und ja, von daher bin ich mit meinem MV88 wirklich zufrieden. Ich habe ja auch mir auch das MV88 Plus nicht gekauft. Weil ich da auch gemerkt habe, naja, gut, meins kann ja die gleichen Sachen und vor allen Dingen das MV88 steckt man direkt ins iPhone und die anderen, das muss man halt mit dem Kabel verbinden. Und da sage ich mir wieder, nee, dann lieber Geräte, die man direkt an einen Eingang anschließen kann. Und da sind wir wieder bei diesem Mikrofon hier, bei dem MV51S. Das finde ich halt wirklich praktisch. Ne? Gut, wenn ich jetzt das Gerät aufstelle, muss ich das Mikrofon natürlich ein bisschen drehen, so, weil Kopfhörer und Mikrofon sind ja nebeneinander hier beim Olympus und das ist ein bisschen unglücklich. Also da ist der Olympus DM550 schon praktischer für sowas. Da ist der Mikrofonanschluss oben und der Kopfhöreranschluss links. Aber gut, es geht. Ich stelle jetzt mal kurz das Olympus hin. Vielmehr, ich lege es hin. So. Das Olympus liegt jetzt. So kann ich jetzt also direkt ins Mikrofon sprechen und ihr hört es jetzt. Ja, das sind die Greifgeräusche, die man immer wieder hört, wenn man da rankommt. Ja, und der Limiter greift auch ein bisschen, weil es auf hoch ist. So ist es halt. Aber das ist halt wirklich ein einigermaßen günstiges Mikrofon für über 50 €, was man an sämtlichen Olympus-Geräten und Audiorekordern ranstecken kann, wenn man eine einigermaßen schöne Sprachaufnahme haben will. Ja, das Mikrofon ist ja auch nicht ganz so basslastig. Das ist für einige ja auch gut, die sagen, okay, ich will jetzt nicht irgendwie so viel Volumen in der Stimme haben, sondern mehr so Klarheit und Höhen. Ja, und dafür ist das Mikro geeignet. Gut, wenn man den Olympus jetzt natürlich hinstellt, also richtig hinstellt, dann kann ich das so drehen, so. Drehe ich das mal. So, jetzt ist es direkt vor mir. Der Olympus steht. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ich kann euch ja mal den Vergleich liefern. Wir wechseln mal kurz zu den internen Mikrofonen. So, das sind die internen Mikrofone. Ich habe jetzt natürlich keine Zoom-Einstellung oder sowas. Aber ihr hört schon viel bassiger, ne? Wer das liebt, wer es liebt, der kommt natürlich auf seine Kosten, ne? Also das ist der Unterschied. Das sind die internen Mikrofone vom LSP4, dem ja bisher aktuellsten Rekorder von Olympus, den man als Blinder bedienen kann. Und jetzt schalten wir wieder um. Umschalten ist ja auch bescheuert. Ich stecke jetzt das MI51S wieder in die Mikrofonbuchse. Und dann sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Jetzt, Moment, das Kabel, ja, deswegen Kopfhörerkabel. Gut, ich stecke es wieder ein. So, wir haben jetzt wieder das MI51. Also, ich denke mal, man hat den Unterschied wirklich sehr gut hören können. Ja, Rumpel, Rumpel. Ja, so, jetzt steht es hier also. So klingt dieses Mikrofon. Und ja, wie gesagt, man kann es benutzen, man muss es nicht benutzen. Ich benutze es ja auch nicht so oft. Mal benutze ich es und ich finde es auch wirklich gut, aber ich sage mal so, ich finde es immer gut, mehrere Möglichkeiten auszuprobieren, aber für meine Podcasts
Und für YouTube, da macht es einfach immer wieder Spaß. Auf YouTube findet ihr übrigens das Mikrofon auch. Also ich habe da auch ein YouTube-Video zu gemacht, ein Audio-Video, muss ich dazu sagen. Ja, aber auch eine Playlist. Olympus-Mikrofone, da ist das Mikrofon auch drin. Und ja, da könnt ihr ja auch mal reinhören, wenn ihr wollt, wenn ihr mal noch einen anderen Test damit hören wollt. Da ist auch das MI-15 drin. Bei meinen Aufnahmegeräten findet ihr die Mikrofone auch. Da habe ich in dieser Playlist sind die auch nochmal drin. Ja, und alles bei YouTube und jetzt hier halt in dem Podcast. Das ist ja so Podcast von Sven Heidenreich, Folge 43. Und ja, inzwischen gibt es auch die Hörprobe von Jan Tenner und der Zeitenwächter, also die Folge 10 ist das, glaube ich. Ja, die Folge 10. Auch sehr geil. Santiago Ziesmer als Zeitenwächter. Sehr gut. Die Hörprobe hat mir sehr gefallen. Findet ihr bei YouTube wieder unter Audioroman. Und ja, vielleicht irgendwann demnächst auch bei Kiddings TV. Die stellen das ja kurz danach immer rein. Und ja, sobald da was Neues kommt, teile ich es wieder in Facebook. Ja, ich bin ja mal gespannt auf die Kinder des Nichts. Ich denke mal, das wird so in der nächsten Woche erscheinen, hoffe ich mal, oder übernächste Woche, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ja, und die neue Staffel von Jan Tenner hat es ja wirklich in sich. Gefällt mir sehr gut. Und ja. Was für ein Themenwechsel. Vom Mikrofon zu Jan Tenner, aber genau so muss es sein in meinem Podcast. Wir unterhalten uns über alles Mögliche. Und ja, Prost Kaffee würde ich sagen. Und ne? Ihr wisst, ja, Prost. Ja, das ist also das MI-51. Ich versuche nochmal diesen Stereo-Effekt ein bisschen nahe zu bringen. Also ich spreche jetzt mal in die Seite hier. Das ist, glaube ich, die linke Seite. Je nachdem, wie man halt die Kopfhörer auf hat. Und das ist die andere Seite. So klingt der Stereo ein bisschen Panorama. Genau, links, rechts, links, rechts. Ihr hört das? Ja, das ist so die Stereo. Sache. Man könnte jetzt noch mit dem Weitmodus das noch ein bisschen mehr trennen und mit dem Zoom-Modus kann man, aber das sind halt Softwarelösungen von Olympus, die ich nicht so, ja, nicht so gut finde. Mit Weit 1 kann man vielleicht noch arbeiten, aber trotzdem, ich ziehe es meistens vor, wenn ich mit Olympus-Geräten aufnehme. Je nachdem, was es halt ist, ja, mache ich vieles auch ohne Zoom-Einstellung. Ja. Jetzt, wie gesagt, habe ich die hohe Empfindlichkeit, ne, also Aufnahmepegel hoch. Ihr hört das. Ich kann ja das Mikrofon mal so ein bisschen weiter weg vom, so, ne, im Raum halten zum Beispiel. Das ist jetzt der Raum. Ja, man hört jetzt auch ein bisschen Raumklang, hoffe ich mal. Ja. Na genau, da bellt ein Hund. Den können wir jetzt auch mal mitnehmen. Dann ist der auf dem im Podcast zu hören. Ja, das ist natürlich Geräusche von draußen immer wieder ein spannendes Thema für mich. Was darf man nicht? Ne? Also wenn man jetzt, wie ich schon mal gesagt habe, also man sitzt jetzt zu Hause, nimmt was auf und jetzt geht da einer vorbei und redet. Und ja, die Frage ist, darf man das trotzdem irgendwie hochladen oder ist das schon ein Problem? Kann das schon ein Problem sein heutzutage? Das ist immer so ein schwieriges Thema, wo ich mich immer wieder frage, inwiefern darf man das und darf man, ne? Eigentlich ist es ja so, wenn ich bei mir privat aufnehme und das dann hochlade, dann ist es auch okay. Aber ja, fängt man jetzt irgendwas von draußen ein, ist das natürlich immer eine schwierige Sache. Ne? Gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass gerade der Mensch oder die Person, die gerade da draußen langläuft, den Podcast hört und sagt, Moment, da bin ich ja, ich erhebe Einspruch, ist natürlich sehr gering, aber könnte ja passieren. Man weiß es halt nicht. Ne? Bei YouTube ist es ja genauso. Ne? Man muss ja da auch immer aufpassen. Das nervt mich irgendwie auch alles ein bisschen. Also dieses Ständige, dass da irgendwie, ja, das war früher nicht so. Aber gut.
Wir halten uns ja, ich versuche mich ja so einigermaßen dran zu halten. Das gelingt natürlich nicht immer, weil irgendein Geräusch kommt ja immer von draußen. Und wenn jetzt zum Beispiel einer durch die Haustür geht oder so, ja, ich meine, so schnell kann man ja bei der Aufnahme gar nicht reagieren. Man lässt dann halt doch laufen. Und naja, aber solange, ich glaube, solange derjenige nicht wirklich erkennbar ist. Wie gesagt, mit sowas kenne ich mich halt nicht wirklich aus. Da weiß ich halt nicht, wo die Grenzen sind. Aber ich denke mal, dass ja, das noch so einigermaßen okay ist alles. Aber gut, das ist halt die heutige Zeit. Da muss man halt aufpassen heutzutage. So ist das halt. Gut. So viel zur Folge. Podcast von Sven Heidenreich, Folge 43. Ich werde jetzt das andere Mikrofon anschließen, das MI51 und das MI15, Entschuldigung, und werde dann natürlich euch damit auch nochmal eine Testaufnahme machen. Das ist dann die Podcast von Sven Heidenreich, Folge 44. Also bis gleich.